Das sind die Fragen, die man stellen muss, die auch gestern gestellt worden sind. Inwieweit hat der Trainer die Kraft, traut sich das selber zu, erweckt auch diesen Eindruck nach außen. Es geht ja auch nur mit einer entsprechenden Stimmung logischerweise. Und inwieweit erreicht er die Kabine? Das sind die Fragen. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Das Brückengeflüster wird aufgezeichnet am Tag nach der Jahreshauptversammlung des VfL Osnabrück am Dienstagabend im Orlando Ballhaus. Dort waren 487 stimmberechtigte Mitglieder zugegen und wir sprechen mit einem, nein, wir sprechen mit dem Ehrenpräsidenten und dem amtierenden Präsidenten auch, aber nicht nur über die Jahreshauptversammlung. Wir, das sind mein Kollege Benjamin Kraus, der gestern über 4 Stunden Live-Ticker gemacht hat bei dieser Veranstaltung, sodass auch viele gut informiert wurden, die nicht dabei sein konnten oder durften. Als Gäste hätten sie ja sein können. Also, herzlich willkommen, Dirk Rasch, Ehrenpräsident, Präsident des VfL Osnabrück in der schweren Phase nach dem Ende der Ära Piepenbrock, und Holger Elixmann, der amtierende Präsident, der gestern durch die Versammlung geführt hat. Holger, auch eine Strapaze, die neu für dich ist, so lange und dann zu moderieren, zu sprechen, zu überzuleiten? Nein, das ist ja nicht neu. Ich habe ja schon mehrfach durch die Versammlung geleitet und einige haben heute auch schon gesagt, ach, das ging ja erstaunlich schnell, 4,5 Stunden. Also wir hatten auch schon mal 7 und 8 Stunden. Also von daher, das geht schon. Nur natürlich, dass gestern irgendwie so eine Art Vermischung verschiedener Funktionen war. Das war natürlich neu. Einerseits als Präsident, andersrum, aber auch als Beirat oder beziehungsweise Vorsitzender des Beirats. Das muss man natürlich trennen. Das werden wir sicherlich im weiteren Verlauf des Gesprächs nochmal auflösen. Und eben als Versammlungsleiter, der auch ein bisschen darauf achten musste und wollte, dass wir auch mit der Zeit hinkommen, was hervorragend funktioniert hat. Also wir waren am Ende nur wenige Minuten über den veranschlagten Zeitrahmen. Das hatten wir nicht unbedingt gedacht. Muss man schon durchkalkulieren vorher, ne? Wie lange was möglicherweise dauern könnte. Und das Spannende bei sowas ist, das kann Dirk Rasch sicherlich auch bestätigen, ein Stück weit unkalkulierbar bleibt es doch, oder? Wenn dann Wortbeiträge kommen und irgendeine Debatte an irgendeiner Stelle halt möglicherweise auch aus gutem Grund eskaliert. Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Insofern, Marina Busch hatte da so einen Plan aufgemacht. Die hatte immer so ein bisschen Puffer dann damit drin. Wir haben am Anfang eine kleine Erklärung oder eine kleine, auch eine größere gemacht. Die hatten wir mit eingerechnet, dann aber nur einige Fragen zugelassen. Wir hatten uns davor darauf committed mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das war gut. Deswegen waren wir genau 1 Minute zu spät, als wir in die Pause gegangen sind. War 21:15 vorgesehen, war 21:16. Also das hat wirklich gut hingehauen. Dirk, du hast einige turbulente und auch ruhige Jahreshauptversammlungen mitgemacht. An welche kannst du dich besonders erinnern? Also turbulent. Oder interessant oder unvergesslich? Ja, unvergesslich ist sicherlich ein Auftritt von Kalla Wefel gewesen, der das Präsidium des VfL Osnabrück mit dem Politbüro in Kambodscha seinerzeit verglich. Und das habe ich mir natürlich verbieten lassen. Ja, aber sonst, es gab ja einige interessante Entwicklungen. Es gab die Einführung des Wirtschaftsrates, aus dem dann später der Aufsichtsrat wurde. Es gab in deiner Zeit, in der Zeit deiner Präsidentschaft, auch die ersten Entwicklungen von Faninitiativen, die heute im Verein in allen Gremien vertreten sind. Damals war das überhaupt nicht der Fall. Ja, erstmal, was wir gemacht haben, auch war natürlich, wir haben den Ältestenrat ersetzt durch einen Ehrenrat. Man nahm ihn also das Alter und gab ihm die Ehre. Das kam sehr gut an. Und der VfL Osnabrück ist ja eigentlich bis zum heutigen Tag, auch wenn Ausgliederungen da sind, was ja alles vernünftig ist und sein muss, waren eigentlich damals, zu der Zeit, andere Themen im Grunde genommen dort federführend. Und es ging eigentlich mal über dasselbe. Wenn der VfL Osnabrück gewinnt, am besten 5 Meter aneinander, war alles in Ordnung. Verliert er, war nichts in Ordnung. Das ist nun mal etwas, da müssen die Verantwortlichen und die Leute die Führung übernehmen. Das wissen sie auch. Ich nehme an, Holger, das hast du auch gewusst, als du es übernommen hast. Das ist nun mal so. Und da muss man einfach zu bestimmten Zeitpunkten auch mal, natürlich im Team, muss man einfach mal Entscheidungen treffen, die sind nicht populär, aber sie sind notwendig. Und dann haben wir ja Gott sei Dank in einer funktionierenden Demokratie ist es ja so, wenn dann die Mitglieder eines Clubs meinen, das ist nicht notwendig gewesen, dann holt man sich ein neues Präsidium.
Das ist eigentlich für sich ganz einfach. Nicht? Also so ein Trick, der früher da so ein bisschen angewandt wurde, ich weiß gar nicht, ob wir das wissentlich gemacht haben, bei Jahreshauptversammlung waren natürlich die ganz wichtigen Themen zum Schluss zu besprechen, wo es dann um Abstimmung ging. Und das war, ich habe dann irgendwann gesagt, das können wir so nicht machen, das fällt ja auch irgendwann mal auf, weil nach 4, 5, 6 Stunden wurden die ersten durstig. Das war sicherlich, ist das heute noch genauso wie damals, ich weiß es nicht. Aber ich war einmal, kann ich mich daran erinnern, dass wir ganz zum Schluss wirklich eine ganz schwierige Entscheidung haben abstimmen lassen. Und die wurde dann im Interesse des Vereins wirklich auch dann so abgestimmt. Und da war nämlich ein Kollege von uns, der sagte, das müssen wir ganz zum Schluss machen, wenn eigentlich keiner mehr so richtig dabei ist. Aber das sind so die Tricks, die gibt es ja nicht nur beim Fußball, da gibt es auch Politik. Auch im Asta, ne? Ja, SDS. So zum Asta, kann mich auch gut dran erinnern. Ja, exakt wenn so. Wenn die RCDS-Jünger dann schon im Bettchen waren, dann haben die SDS-Leute ihre... Ja, das war so. Richtig. Ja. Gut, okay, das hat mit dem VfL gar nichts zu tun. Holger, was war denn für dich oder mit welchen Gefühlen bist du gestern in die Jahreshauptversammlung gegangen? So kurz nach einer Trainerentlassung, die so viel Staub aufgewirbelt hat, hat es ja noch nicht gegeben, eine solche Situation. Habt ihr damit gerechnet, dass ihr richtig Prügel bekommt im übertragenen Sinne? Ich komme mich mal sofort darauf zurück, aber zur Analyse, was Dirk eben sagte. Es ist aus meiner Sicht gar nicht, heute nicht mehr unbedingt so, dass wenn der VfL 5-mal verliert, dass unbedingt dann alles schlecht ist. Das hat sich vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Also wir haben ja festgestellt, dass auch in der letzten Saison nach desaströsen Partien gegen Halle über 13.000 Leute da waren. Das wäre so vor 10 Jahren nicht gewesen. Das hat sich ein bisschen geändert und das ist sicherlich auch sehr, sehr positiv in den letzten Jahren. Jetzt zu deiner Frage, Harald. Also ganz im Ernst, als ich gestern Morgen aufgestanden bin, ging es mir total übel. Also da, also Angst ist jetzt ein großes Wort. Angst sicherlich nicht, aber gewaltigen Respekt vor der Veranstaltung. Wir haben damit gerechnet, dass in etwa 500 Leute da sind. Das war ja auch da. Wir lesen auch entsprechend, manchmal liest man zu viel. Auch im Internet liest man teilweise viel zu viel sogar. Das werde ich jetzt werde ich mich selber auch nochmal hinterfragen, ob das so bleiben muss. Denn das macht auch nicht unbedingt immer Spaß. Und wenn du das dann in dieser Gemengelage siehst, dann sagst du, boah, das ist ein Ding heute Abend. Da habe ich wirklich extreme Bedenken. Und selbst ein Michael Welling, der durchaus ja schon auch vieles erlebt hat, dem ist es, glaube ich, ganz ähnlich gegangen, so wie er mir hinterher gesagt hat. Also von daher, das muss ich wirklich sagen, da bin ich schon ganz froh, dass wir jetzt einen Tag weiter sind. War ja auch mal noch ein bisschen anderes Forum als der Sponsorenabend ein paar Tage vorher. Wobei ihr, das ist mir zumindest aufgefallen, so mit dem, was ihr gesagt habt in euren beiden Reden zu Beginn, um die Diskussion zu eröffnen, da euren Plan jetzt auch nicht groß geändert habt. Ne? Also ihr wusstet schon vorher, was ihr sagt. Du hast so ein bisschen auf die sportliche Situation Bezug genommen. Michael Welling hat dann versucht, so allgemein ein bisschen die Entscheidung zu erklären. Hat am Donnerstag funktioniert, hat auch diesmal funktioniert. Was würdest du sagen? Ja, das würde ich in der Tat schon genauso sehen. Natürlich, das hatte am Donnerstag ganz gut hingehauen. Und natürlich haben wir uns abgestimmt. Wir haben uns intensiv abgestimmt. Wir haben uns ja alle untereinander in den letzten 8 Tagen viel mehr gesehen, als wir uns das vielleicht auch gewünscht hätten, sogar an der einen oder anderen Stelle. Aber natürlich haben wir das intensiv abgestimmt. Wir haben gesagt, du machst diesen Part, ich mach jeden Part. Ich nehme das nochmal dazu, vielleicht nimmst du dann darauf Bezug. Das ist ja ganz wichtig, denn man muss ja da auch abgestimmt sein. Und das war ja am letzten Donnerstag schon so, dass wir uns da jeweils ergänzt haben. Und das war gestern natürlich auch so. Doppelt erzählen ist eh Quatsch. Die Anspruchshaltung war sehr, sehr groß, wie wir natürlich mitbekommen haben. Und natürlich kannst du da nicht jedem gerecht werden. Aber ich gebe dir recht, das ist ganz gut grundsätzlich angekommen. Wobei interessant ist natürlich am Anfang, irgendwann habe ich glaube ich mal gesagt, so, das nennt man wohl verhaltenen Applaus. Das war natürlich auch mal irgendwann so. Ne? Das waren zwei Leute, die geklatscht haben. Ja. Ihr seid nicht gefeiert worden für das, was ihr gesagt habt, also gefeiert. Aber es war, glaube ich, ein ganz gelungener Einstieg, dass ihr zu einem frühen Zeitpunkt diese Statements gegeben habt, erklärt habt und auch da schon die ersten, es wären ja dann doch nicht die 4, die ihr vorgeschrieben hattet, sondern 6 oder 7, dass da schon ein bisschen, ja, die nicht die Luft raus war, aber die ersten sich ihrem Unmut auch Luft machen konnten. Ja, das war uns wichtig. Du kannst ja schlecht durch eine Tagesordnung mit 16 Punkten gehen, keine Fragen am besten zulassen und sagen, das machen wir alles am Schluss. Die Leute müssen nächsten Tag arbeiten. Das ist ja auch nicht zielführend. Also wir haben gesagt, wir machen erstmal einige Informationen, wo man sich dann vielleicht schon mal ein bisschen Luft machen kann, aber auch die Chance hat natürlich, auf Basis dieser Informationen am Ende dann weitere Fragen zu stellen, mit einem gewissen Abstand. Erschien uns am sinnvollsten und auch am fairsten und am sachgerechtesten und ich glaube, das hat dann auch hingehauen. Was war denn die wichtigste Erkenntnis, die du jetzt aus dem Abend gestern ziehst, wenn ihr nochmal in eine ähnliche Situation kommt und etwas
kommunizieren und erklären müsst, was schwer verständlich ist? Ja, das ist schon eine relativ schwierige Frage jetzt. Wir sind ja auch schon mittendrin. Genau, wir sind schon mittendrin. Was war die wichtigste Erkenntnis daraus? Also, wie man natürlich in ähnlichen Situationen anders handeln kann, das ist auch völlig logisch. Aber wenn wir natürlich nochmal vor so einer Kommunikationsfrage stehen, würde ich sagen, würden wir es relativ ähnlich machen, weil wir uns im Vorfeld ja mit allen auch abgestimmt haben. Das ist ja auch im Präsidium, stimmt man sich intensiv ab. Mit den Gremien, wer auch wo, wie, was und wohinter steht und solche Dinge. Das war ja wichtig. Wenn wir da keine Einheit gehabt hätten, hätten wir überhaupt keine Chance. Also das ist natürlich wichtig. Das würden wir natürlich so auch wieder machen. Mir hat während der Sitzung einer geschrieben, war auch ganz interessant, so, dann wurde so, jetzt hätten wir ja dieses und jenes besprochen, das wäre ja alles jetzt, ja, okay, wäre in Ordnung, aber jetzt wäre es doch mal wichtig, auch ein Appell für die Zukunft und wie geht's denn jetzt weiter und das möchte ich jetzt unbedingt wissen und gib mal ein bisschen Gas hier so in dieser Richtung. Ich habe gesagt, okay, das ist interessant, wie nehme ich die Leute mit, wie hole ich die ab, wobei ich glaube, das wäre eine Quadratur des Kreises gewesen, zu sagen, wir schaffen es jetzt aus dieser ja wirklich schwierigen und negativ behafteten Situation, wer kann man gar nicht wegdiskutieren, da irgendwo eine Aufbruchstimmung und Halleluja zu erzeugen. Also habe ich mit Michael Welling hinterher gesagt, wenn wir das schaffen, dann füllen wir dem nächsten Stadion und nehmen 80 Euro Eintritt. Das war in der Tat, habt ihr selber auf der Bühne dann hinterher auch nochmal gesagt, dass das jetzt vielleicht dann auch nicht angebracht wäre, so gekünstelt irgendwie was zu erzeugen auf jeden Fall. Wie ist denn das denn, vielleicht nochmal eine technische Frage, bevor wir dann in die Inhalte gehen, wie ist das dann eigentlich dann in der Abstimmung mit den Abteilungsleitern von den anderen Abteilungen, die ja auch völlig zu Recht ihre Daseinsberechtigung anmelden mit teilweise mehr als 1000 Mitgliedern, also wenn man guckt bei den Schwimmern auch, aber auch bei der Fanabteilung, bei der Fußballabteilung, die ja auch ihre Sachen loswerden wollen und dann natürlich, wenn sowas Aktuelles reinkachelt wie im Moment, dann ja vielleicht auch ein bisschen weniger ihr Forum haben, als sie sich vielleicht vorher ausgedacht haben. Ist ja vielleicht dann auch gar nicht so einfach in der internen Abstimmung. Das stimmt, da sind die natürlich auch schon leidensfähig und auch leid erprobt über die Jahre. Wir hatten das ja anders geplant. Wir wollten ja auch erst an einem anderen Ort entsprechend tagen, hatten das dann auch durchgetaktet, hatten da auch schon einen entsprechenden Zeitplan und hatten uns im erweiterten Präsidium darauf verständigt, dass jeder nur dieses und jenes Zeitbudget hatte. Das haben auch alle dann eingehalten. Dadurch ist es insgesamt jetzt noch ein Stück weit länger geworden, aber das war von deren Seite völlig in Ordnung. Weil das hatten wir schon vorher kommuniziert, davon ausgehend, dass wir in der Lagerhalle sind, unter anderen Bedingungen. Das war soweit dann okay. Harald, ich wollte mal ganz kurz nochmal, was sich verändert hat, deine Frage. Ja. Als wir damals angefangen haben, gab es gar keine Opposition. Ne? Es ging darum, dass der Verein einfach überlebt. So, und dann hat sich das so entwickelt, das waren so die typischen Mitglieder, die man so kannte. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder der VfL damals so hatte, aber das war... 2000. Doch, so viel doch. Ja. Ja, okay. So, aber dann merkte man schon, die Kommerzialisierung im Fußballsport hat natürlich auch von einem Traditionsclub wie dem VfL Osnabrück nicht Halt gemacht. Immer stärker wurde der Einfluss dann auch von Sponsoren. Ich glaube auch, die Entwicklung bei den Fanbewegungen wie die Ultras oder auch andere ist einfach parallel dazu auch entstanden, so als Gegenpol zu der meiner Meinung nach, das wisst ihr ja, zu der überzogenen Kommerzialisierung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich noch Fans hat, die sich organisieren und die nicht alles von vornherein mitmachen, sondern die sagen, Moment, wir haben auch noch gewisse Interessen. Der Fußball ist ja nicht nur für die Sponsoren da. Aber was ich gemerkt habe damals war ganz extrem, dass der Einfluss der Sponsoren immer stärker wurde, auch auf die Vereinsführung. Ich kann mich erinnern, das war damals, glaube ich, noch von Jürgen Fipp initiiert, dass ihr da, so ähnlich wie ihr jetzt mit der NOZ, mit der Partner, wie ihr euch da getroffen habt mit den Sponsoren, mussten wir das damals auch und uns erklären, warum wir abgestiegen sind. So, da fing das richtig an. Und das ist natürlich im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden. Immer bei den großen Clubs, mit den ganz großen Sponsoren. Ich glaube nicht, dass man richtig schwierige Entscheidungen treffen kann, ohne dass man sich bei denen vorher das Okay einholt. Hat sich schon sehr viel verändert. Wir mussten uns mit den Sponsoren treffen, nehme ich jetzt einfach mal als Halbsatz mit. So. Also klar, nach dem Abstieg muss man das so formulieren. Ja, und sich beschimpfen lassen. Ja, glaube ich. Das ist alles andere als einfach dann. Gestern vielleicht auch, wenn man den großen Bogen schlägt zu den Faninteressen, Holger, waren ja drei Fragen, die in dem Zusammenhang schon auch interessant waren, die in Richtung dieses Investorendeals gingen, die die DFL geplant hat. Also gerade da hat man schon gemerkt, die kritische Basis zieht dann auch über die Fan- oder Fußballabteilung in den Verein ein und will dann schon ganz genau wissen, was der VfL da macht. Ne, wie er sich abstimmt, wie er sich verhält und unter welchen Kriterien so einem Schritt, der zum Beispiel von den Mitgliedern von Fortuna Düsseldorf ganz klar abgelehnt worden ist, per Eilbeschluss, wie sich der VfL dazu stellt.
Ja, ganz genau. Das waren dann ja schon wirklich, ich glaube, 3 Fragen waren sehr detailliert zur Thematik, wobei da natürlich mit Michael Welling auch einer stand, der das noch viel detaillierter hätte beantworten können, der uns da auch mitgenommen hat in dieser Richtung. Ja klar, und da sind die auch so ordentlich kritisch, aber gleichwohl denken wir, glaube ich, in diesen Bereichen häufig auch recht ähnlich. Das muss man eben einfach sagen. Da ist jetzt keiner, der sagt, er sieht jetzt komplett anders, sondern da kommen wir dann auch so ein bisschen aus diesem Bereich selber und sind selber irgendwo auch lange genug Fans gewesen, dass man sagen kann, okay, diese Interessen, die kannst du nachvollziehen, häufig. Und deswegen haben wir da auch wirklich einen kurzen Draht und kriegen das gut hin. Aber natürlich ist so eine Jahreshauptversammlung auch genau dafür ein Forum. Und das gehört sich auch so in einem Verein, dessen Ehrenpräsident ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Rettet den Fußball zwischen Tradition, Kommerz und Randale. Dirk, du hast dich damit positioniert. Es war ein erfolgreiches Buch. Schreibst du eigentlich nochmal wieder eins? Muss das mal aktualisiert werden oder hast du keine Lust mehr? Doch, ich habe noch 2-3 Buchpläne, aber da geht es nicht um Fußball, da geht es um was anderes. Wahrscheinlich um Wein. Also es könnte durchaus möglich sein. Das ein, genau, ja. Also gut. Zumindest habe ich ein Konzept in der Schublade. Müssen wir mal einen separaten Podcast machen mit Autoren. Die Trainerentlassung von Tobias Schweinsteiger, das war ja auch der Kern deiner Rede, Holger, hat ja deshalb so viel öffentliche Wirkung und Aufmerksamkeit erzeugt, weil sie eigentlich trotz des schlechten Punktestandes überraschend kam. Du hast versucht zu erklären, woran das lag an seiner, du hast deinen Namen mit ins Spiel gebracht, also der berühmte Bruder. Da bin ich mir persönlich nicht so sicher, dass das eine Rolle gespielt hat, weil das hier gar nicht groß thematisiert wurde. Aber kann ja sein. Du hast auch darauf natürlich zu Recht verwiesen, auf diesen wunderbaren Aufstiegssommer, der alles in ein gutes Licht getaucht hat. Ich will jetzt mal zurückgehen und sagen, es war der 33. Trainerwechsel vor Vertragsende beim VfL Osnabrück seit 1963, also seit 60 Jahren. Und der VfL sucht jetzt in dieser Epoche seinen 50. Cheftrainer. Also, dass man in Osnabrück rausfliegt, ist wahrscheinlicher, als dass man seinen Vertrag erfüllt. Jetzt kommt ein neuer Mann. Aber es gab, so viele Trainerwechsel es auch gab, kaum einer hat so viel Aufmerksamkeit erzeugt und so viel Kontroverse wie der von Tobias Schweinsteiger. Einer schon. Dirk, du erinnerst dich, als ihr als Tabellenführer der Regionalliga Nord Anfang 2000 Wolfgang Sittger entlassen hat, Trainer des Spitzenreiters. Damals war die Regionalliga noch eine von, ich glaube, 5 oder 6 Staffeln. Also bundesweit keine große Aufregung eigentlich. Aber die Schlagzeile, Spitzenreiter entlässt Trainer, die hat schon reingehauen. Und wie erinnerst du dich daran? Ihr musstet es auch kommunizieren. Und genau wie heute eure Nachfolger, wolltet ihr nicht ins Detail gehen, was dahinter steckt. Ist euch ja auch gelungen, das weitgehend verborgen zu halten. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? War das eine ähnliche Situation? Nein, die war sicherlich anders. Wir sind ja mit Wolfgang Sittger nicht aufgestiegen. Er war ja kein Aufstiegstrainer. Jetzt mit Tobias Schweinsteiger aufzusteigen und die ganze Euphorie um den Aufstieg, die mich auch total mitgerissen hat. Ja. Das ist schon emotional, mag man sowas da nicht hören. Man möchte nicht hören, dass es so ist. Das war bei Wolfgang Sittger damals natürlich ein bisschen anders. Da hat man sich auch noch, da spielte sich das noch nicht so an der Öffentlichkeit alles ab. Aber es war schon damals so, dass wir ins Remark gebeten wurden von Sponsoren und hatten uns zu erklären, warum wir das gemacht haben. Bis heute gehen wir nicht ins Detail. Ich habe auch, glaube ich, geschrieben und darüber wurde dann auch mal gesprochen. Es ging um zwischenmenschliche Störung zwischen Mannschaft und Trainer. Und ich bin der Meinung, es gibt 2 Aspekte, warum man sich zu einer manchmal eben sehr unpopulären Entscheidung durchringen muss, wenn man eine Verantwortung hat, einen Trainer zu entlassen. Das ist, wenn man das Gefühl hat, dass er nicht mehr die Kraft hat. Er hat einfach nicht die Kraft, noch dieses Ziel, was man sich gemeinsam gesetzt hat, zu erreichen. Und vor allen Dingen das Zweite, das ist das Wichtigste aus meiner Sicht, wenn man weiß und ganz sicher ist, dass das Verhältnis von Mannschaft zum Trainer, wenn das einfach nicht mehr intakt ist, dann muss man so eine Entscheidung treffen aus meiner Sicht. Das ist, die Verantwortung hat man.
Ich wollte eine Statistik noch hinzufügen. Wir sind in der Einführung Bundesliga. Bis 2013 sind 655 Trainer entlassen worden. Ich nehme mal an, in den letzten 10 Jahren ist er vielleicht noch mal fast dasselbe draufgekommen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sich irgendein Vorstand, irgendwelche also Verantwortlichen es sich leicht machen, einen Trainer zu entlassen. Niemand macht das. Das ist das Unangenehmste, glaube ich, was man machen kann. Man gesteht sich ja ein, dass man das vielleicht alles anders gedacht hat. Wie könnt ihr nur, übrigens umgekehrt, macht man das nicht, sondern sagt, den Trainer ziehen wir durch. Ja, dann kriegst du vielleicht von der einen oder anderen Applaus, Solidarität, alles toll. Aber wenn du dann das sportliche Ziel nicht erreichst, ja, ich glaube, dann geht's noch, dann hast du noch viel mehr Gegenwind. Auf Sitka ganz kurz nur zurückzukommen. Die Mannschaft rief uns an, der Mannschaftsführer, wir trafen uns im Hotel Westerkamp, die komplette Mannschaft. Es gab eine Enthaltung. Alle anderen sagen, mit diesem Trainer werden wir nicht aufsteigen. Jetzt ist so viel vorgefallen im zwischenmenschlichen Bereich. Wir können ja nur appellieren an den Vorstand. Da haben wir die Entscheidung einfach treffen müssen. Wir sind dann ja auch aufgestiegen, als Lothar Ganz dann das Amt übernommen hat. Ne? Also die Entscheidung war aus der Sicht des VfL sicherlich eine richtige. Kumulierte ja dann in diesem unglaublichen Aufstiegsfinale mit Union Berlin. Das war also sozusagen die Vorgeschichte von dieser ganzen Nummer. Ja. Holger hat gerade zugehört, manchmal genickt und manchmal ist sich nicht bewegt. Vor allem am Anfang ein bisschen genickt, wenn man diese beiden Fälle so miteinander vergleicht. Ja, und dann habe ich gelächelt, weil ich mich daran erinnert habe und... Naja, gut. Wollen wir das nicht weiter erörtern, aber dem Grunde nach, was Dirk gesagt hat, ist er ja wirklich für die Ewigkeit. Das sind die Fragen, die man stellen muss, die auch gestern gestellt worden sind. Inwieweit hat der Trainer die Kraft, traut sich das selber zu, erweckt auch diesen Eindruck nach außen. Es geht ja auch nur mit einer entsprechenden Stimmung, logischerweise. Und inwieweit erreicht er die Kabine? Das sind die Fragen. Die sind heute auch noch da und dazu musst du auch genauso wenig ins Detail gehen, wenn du sagst, dass diese beiden Fragen, beide mit Nein, das war gestern glaube ich so eine Nummer, die andersrum war, aber das war auch völlig klar, wie es gemeint war von Michael Welling an der Stelle, wenn man das beides mit Nein beantworten muss, dann reicht eigentlich eins schon fast, aber wenn du beides hast, gut, dann die dritte Frage noch dazu, nach dem Motto, gibt es bei einer Alternativlösung eine andere Entwicklung oder traut man da eine positive Entwicklung zu, wenn du das dann auch mit Ja beantwortest, dann musst du eindeutig das so machen. Spannend fand ich gestern, das war auch im Vergleich zum Sponsorenabend, vielleicht nicht neu, aber kam da noch nicht so raus, aber gestern schon. Ihr habt im Prinzip beide zugegeben, dass ihr vielleicht einfach ein bisschen spät reagiert habt und vielleicht ein bisschen weit weg wart von den Ereignissen rund um die Mannschaft. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Hat man einfach ein bisschen das Ganze zu sehr laufen lassen mit Blick eben, ja, nur beim Aufstieg lief es ja auch und lass den jetzt mal nicht reinquatschen, weil bis jetzt hat ja alles super funktioniert und nur weil jetzt mal die ersten Ergebnisse nicht so passen, müssen wir jetzt vielleicht nicht auf den Tisch schauen? Oder was war der Grund dafür, dass ihr dann jetzt im Nachhinein eben erkennen musstet, na, war man vielleicht echt auch ein paar Wochen lang irgendwie zu weit weg? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!